Gut, dass von draußen etwas Licht hereinscheint. Der Schalter muss doch hier irgendwo sein. Hier sieht es recht ordentlich aus. Harry hat wirklich nichts zurückgelassen und alles im Schrank eingeschlossen. Ein gewöhnliches Möbelschloss. Dummerweise hat Harry den Schrank abgeschlossen und den Schlüssel mitgenommen. Leider sind im Nachttisch nur leere Blätter und einige Stifte. Harry hat offenbar sehr gründlich aufgeräumt. Seltsam. Hier ist alles in gutem Zustand, nur nicht diese lose Bodendiele. Gut zu wissen, dass die Lampe funktioniert. Leider sind... nur einige stumpfe Bleistifte, ein Radiergummi und eine Bibel auf Polnisch. Nichts Nützliches. Moment mal, da hinten liegt ja ein Feuerzeug. Das nehme ich mit. Der Feuerstein sieht gut aus. Mit etwas Benzin müsste das Feuerzeug funktionieren. Hoffentlich ist das Benzin gut genug für das Feuerzeug. Ich kenne mich mit den Unterschieden zwischen Benzin, Petroleum etc. nicht so aus. Das Dielenbrett ist lose, aber ich kann es nicht mit den Fingern fassen. Die Fuge ist einfach zu klein. Ich schiebe das Bett etwas beiseite, damit ich mehr sehe. Sieh mal einer an. Was hat Jacek denn hier versteckt? Oh, na super. Unter dem Boden wimmelt es von Kakerlaken. Einige sind sogar schon unter meinem Bett. Ich lege das Brett wieder zurück. Es muss ja nicht gleich jede Kakerlake, die unter dem Boden haust, in mein Zimmer krabbeln. Da sind ja Dutzende. Was ist das nur für ein Hotel? Ich habe schon in Slums in Asien geschlafen, aber ich sehe keinen Grund, mein Zimmer hier mit Kakerlaken zu teilen. Ich werde Harry fragen, ob er etwas hat, womit ich sie loswerden kann. Was kann ich für Sie tun, Madame Leroy? Mr. Koponen, in Ihrem Zimmer sind Kakerlaken. Eklige, schleimige, widerliche Kakerlaken. Wie bitte? Was für Kakerlaken? Was reden Sie denn da? Haben Sie etwas, um sie loszuwerden? Natürlich. Aber ich kann es kaum glauben, Kakerlaken in meinem Hotel. Das muss ich mir ansehen. Nur zu. Sehen Sie einfach unter mein Bett. Es ist ja nicht so, dass ich Ihnen nicht traue, aber ich muss das überprüfen. Bin gleich wieder da. Okay, ich werde hier warten. Hoffentlich sieht er nur unters Bett und überprüft nicht den Boden, sonst... Hoffentlich hat mich Schneider nicht gesehen, aber ich muss an Jaceks Sachen kommen. Sie hatten recht, da sind welche unterm Bett. Ich habe hier etwas für Sie, womit Sie sie töten können. Ich lasse es hier auf dem Tresen stehen. Danke. Ich kümmere mich darum. Und entschuldigen Sie bitte vielmals. Ich werde morgen jeden Raum nochmal auf Ungeziefer prüfen. Danke. Das wird Ihnen wohl den Rest geben. Es tut mir wirklich leid. Wenn Sie möchten, mache ich es selber und sorge dafür, dass Sie nicht länger von diesen Viechern belästigt werden. Das ist wirklich nicht nötig. Gute Nacht.
Koponen meinte, er hätte unter dem Bett nachgesehen. Die Sachen unter der Bodendiele sollten also immer noch da sein. Sie sind immer noch da, die ekligen, widerlichen Kakerlaken. Eine ordentliche Dosis von diesem Zeug. Aber ein Rest muss noch für die unter dem Bett übrig bleiben. Und das Problem ist gelöst. Chobo-Wodka. Komischer Name. Aber er ist sehr stark. Ich sehe mir mal an, wie sich Jacek abends so unterhalten hat. Anscheinend wollte Jacek das Manuskript verkaufen, das sie im Kloster gefunden haben. Schneider weiß bestimmt nichts davon. Und Bateman wollte es vermutlich lieber untersuchen, anstatt es zu verkaufen. Jetzt, da ich alles aus dem Versteck geholt habe, sollte ich die Diele wieder zurücklegen, bevor Harry noch etwas merkt. Super, der Schrank ist offen. Hoffentlich findet sich hier ein Hinweis. Irgendeiner. Der Koffer ist ziemlich abgenutzt. Seltsam, dass Jacek ihn hier gelassen hat. Vielleicht besitzt er ja mehrere. Der Koffer ist voll mit Kleidung. Jacek hat so gut wie nichts mit nach San Francisco genommen. Was hat das zu bedeuten? Der Koffer ist voll mit ordentlich gefalteter Kleidung. Wollte er wegfahren? Ich mache ihn lieber wieder zu. Die Tasche beult sich aus, weil darin irgendetwas steckt. Aus diesem Notizbuch wurden alle beschriebenen Blätter herausgerissen. Aber ein Zettel von der finnischen Post ist herausgefallen. Darauf befinden sich mehrere Notizen. Anscheinend hat Jacek irgendwas verschickt und sich notiert, wie er das Bateman erklären wollte. Anscheinend habe ich in Jaceks Zimmer alles gefunden. Leider weiß ich nicht mehr über das Manuskript und Batemans Rolle. Wenn ich doch nur auch in sein Zimmer sehen könnte. Dummerweise hat Harry den Schrank abgeschlossen und den Schlüssel mitgenommen. Das Bett sieht bequem und sehr verlockend aus, aber ich kann jetzt noch nicht schlafen gehen. Schneider scheint es jetzt besser zu gehen. Der Wagen war vorhin noch nicht da. Vielleicht ein neuer Gast? So ein Wagen ist hier auf jeden Fall praktisch. Der Kran kann ausgefahren werden und wenn der Wagen auf den Stützen stabilisiert ist, kann man damit bestimmt sogar schwere Dinge hochheben. Das kann man ja nicht mit ansehen. Seit wann versprichst du mir schon, dir einen neuen Fernseher zu kaufen? Seit 3 Jahren? Oder sind es schon 4? Hey, Miko, geh mir nicht auf den Geist. Wieso bist du überhaupt hier? Sieh dir das Spiel doch zu Hause an, auf deinem riesigen Plasmafernseher. Ich werde den Wagen hier lassen. Mein Bruder hat mich angerufen, dass im Wald ein Baum umgefallen ist. Er konnte mit seinem kleinen Wagen drumrum fahren, aber ich habe mit meinem keine Chance. Also wärme ich mich ein bisschen auf und gehe dann nach Hause. Morgen oder übermorgen komme ich wieder vorbei, wenn sie den Baumstamm beseitigt haben. Was? Du willst zu Fuß nach Hause gehen? Ich nehme die Abkürzung. Dann bin ich in weniger als einer Stunde zu Hause. Da draußen herrscht ja noch nicht mal ein richtiger Schneesturm. Verdammt, Miko, hier geht's nicht nur ums Wetter. Und das weißt du genau. Ja, ja, da draußen im Dunkeln schleicht ein Mörder herum, der nur darauf wartet, dass ich ganz zufällig durch den Wald laufe, um zuzuschlagen.